Leute, dieser Moment, wenn man extra für Instagram noch schnell die Zähne putzt, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht und gesagt, tatsächlich. Ich bin heimgekommen, erstmal an mein Handy, erstmal die ganzen Stories abgecheckt von den ganzen Influencern, die ich mag. Jax Vita, Sophia Chiara, Sophia Chiara, Dat Julst und die ganzen anderen Stories von euch. Auf jeden Fall, das war was Blödes, ne? Ich habe einfach jetzt schon. In einer halben Stunde bin ich einfach schon seit 18 Stunden ohne Nahrung gewesen. Ich habe um 0 Uhr gestern ja mein Essen gegessen von HelloFresh, super, super lecker, unbezahlte Werbung. Mit Apfeln eben, Champignonsauce, Sahne, super lecker, wirklich. Boah, ich habe noch eine Portion übrig, die ziehe ich mir jetzt auch gleich rein. Also die werde ich jetzt essen, ich freue mich drauf. Und ja, ich erzähle euch gleich weiter, was ich sagen wollte. Und da ich die Perspektive viel besser finde, von unten nach oben, also von, Quatsch, was belabere ich schon wieder, von oben nach unten, also quasi so, wie ich es jetzt mit meinem Handy eingestellt habe, ist sehr vorteilhaft wegen dem Doppelkinn, welches ich ja nicht besitze, aber was mich trotzdem stört, ich habe heute jetzt ein bisschen Kaugummi gekaut, ich habe mir gedacht, vielleicht kaue ich jetzt sehr viel Kaugummi, damit ich die Gesichtsmuskeln, wenn ich kaue, lege ich vielleicht die Gesichtsmuskeln an und dann verschwindet dieses Mini-Doppelkind, was mich echt extrem nervt, wirklich. Hatte ich ja früher schon immer so komplexe, aber jetzt, das stört mich einfach wieder. Und dann muss ich Sport machen und mich gut ernähren und Intervallfasten. Ich versuche jetzt Intervallfasten. Heute habe ich ja fast jetzt 17 Stunden 40 nichts gegessen, wenn man es ganz genau nimmt. Wenn ich um 0 gegessen habe, ja, ganz genau kann man es nicht nehmen, so circa, ne? Auf jeden Fall fast 18 Stunden nichts gegessen. Ich wollte es so machen, ich wollte 16 Stunden nichts essen, dann nur 8 Stunden essen und dann wieder 16 Stunden. Also Intervallfasten kennt man bestimmt. Das würde ich mal ausprobieren. Finde ich so cool, dass ich so mein Stativ so gemacht habe, dass es mir jetzt nicht ins Gesicht fliegt, weil eigentlich wäre Licht da oben und mein Handy ist eigentlich so gebaut, dass es jetzt direkt auf mich fliegen könnte, aber ich habe es jetzt irgendwo festgeklemmt. Deswegen geht das. Naja, was ich euch noch sagen wollte, ist, also Leute, ich sag ja immer, mögt euch, wie ihr seid und steht zu euch. Und wenn ihr was nicht mögt, ändert ihr es. Also ich mag mich, wie ich bin, trotzdem stört mich dieses Mini-Doppelkinn. Und das möchte ich und darf ich auch sagen, weil es ist zwar so gut wie kein Doppelkinn, aber es stört mich. Oh Gott, mir ist es noch nicht bei den Storys ein bisschen aufgefallen und generell so. Und ich will es einfach weghaben und ich hoffe, dass es irgendwie mit meinen Ideen, mit meinen Vorhaben wegkriege, mit bisschen Sport, mit Intervallfasten, mit weniger Zucker, weniger Süßes. Natürlich werde ich weiterhin auch leckere Joghurt essen, aber das ist das einzigste Süße, was ich mir gönne. Und den Schokohasen, den mein Vater mir geschenkt hat, den gönne ich mir auch noch. Und Erdbeeren, gesunde Süßigkeiten. Übrigens, ich habe es geschafft, mein Handy so einzustellen, dass es nicht mehr ausgeht, wenn ich mal ganz kurze Zeit was nicht mache. Ich habe es auf 10 Minuten eingestellt. Das heißt, das kann mir nicht mehr passieren, dass wenn ich kurz weglaufe zum Handy und wieder hingehe, dass es wieder dunkel ist und ich wieder mein Passwort oder meinen Fingerabdruck nutzen muss. So, ich habe übrigens euch doch gesagt, ich möchte euch vom Deo erzählen. Werde ich jetzt auch im Kurzformat versuchen zu machen. Ich habe ein tolles Video bei YouTube, da war ich ein paar Jahre jünger und da hatte ich noch Zahnspange drin und noch eine andere Brille und das stelle ich auch nochmal dann als Link hier rein, aber auf jeden Fall, dieses Deo hilft tatsächlich gegen Schwitzen, es brennt etwas unter den Achseln, man macht das immer abends drauf, am Anfang jeden Abend glaube ich und dann immer weniger und das verstopft diese Schweißdrüsen, dass man eben nicht mehr schwitzt. Ihr könnt anziehen, was ihr wollt, diejenigen, die so Probleme damit haben, Hyperhidrose oder wie das heißt, das hatte ich früher und ich habe mich da überhaupt nicht wohl damit gefühlt. Ich erzähle gleich weiter.